Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und ja, heute geht es mal wieder um das Thema Brennstoffzellenfahrzeug. Eine Neverending Story. Und ich glaube, jeder, der ein Elektrofahrzeug hat und sich mit Leuten unterhält, die noch keins haben und dann halt sich auf die Frage mal sich kommt, ja, welches Auto man jetzt dann in Zukunft vielleicht fahren wird, dann werden viele im Moment halt leider noch das Brennstoffzellenfahrzeug nennen. Man sieht es auch in vielen, sage ich jetzt mal, Kommentaren unter manchen Videos, wo man dann halt eben dann ja, das Brennstoffzellenfahrzeug hoch in den Himmel lobt. Ich hatte mich ja schon öfters mal drüber ausgelassen, aber ich glaube, es ist tatsächlich jetzt mal an der Zeit, ein Statement abzugeben und zu sagen, Leute, bitte schafft einfach mal das Brennstoffzellenfahrzeug ab. Ha. Das ist jetzt ein bisschen provokant vielleicht, aber zumindest im Pkw-Bereich, und das ist immer das, was ich auch schon immer gesagt habe, im Pkw-Bereich macht es einfach keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Und irgendwo ist es immer in den Köpfen von den Leuten noch drin, das Brennstoffzellen-Dings. Ich weiß nicht warum. Also das ist immer so, dass, wenn man sich dann mit den Leuten unterhält und dann sagt, also zumindest mit denen ich mich unterhalte, wenn man Angesicht zu Angesicht unterhält, sage ich jetzt mal in Social Media, ist es immer ein wenig schwierig, weil da sind dann gleich wieder Emotionen im Spiel und dann, naja gut, dann poste ich dann halt einfach mein Video, das ich eh schon gemacht habe. Und jetzt kommt ein Rettungswagen und keiner weiß, wohin muss. Okay, ich bleibe jetzt mal stehen. Warte vielleicht nochmal 2 Sekunden. Gut. Ja, und auf dem bin ich übrigens auch schon gefahren. Nur so nebenbei. Der ist aus Egoltsheim gewesen. Und sag jetzt mal, wenn man persönlich sich mit den Leuten unterhält, dann hat man zumindest mal eine Chance, das Ganze auch richtig zu stellen. Gut, es gibt da natürlich wieder einige, die jetzt da nicht einsehen, dass das vielleicht nicht das Gelbe vom Ei ist, aber das sind dann schon Leute, die unbelehrbar sind, und da braucht man auch mit eigentlich wahrscheinlich gar keinem Argument kommen bei solchen Leuten, wie auch immer. Also was ich halt immer dann halt aufführe, ist natürlich klar, das Punkt Nummer 1, und das ist eigentlich so der ausschlaggebende große Punkt ist: erstens, wir haben noch momentan keine richtige Produktion des Wasserstoffs und kein Netzwerk. Wir müssten erst tatsächlich ein Netzwerk aufbauen für die ganzen PKWs, weil zu Hause das Ganze, sage ich jetzt mal, zu produzieren, wird schwierig möglich sein. So eine Tankstellenanlage, die liegt dann gleich im 7-stelligen Bereich. Das Lustige ist, die jetzigen Tankstellen sind also auch nicht so weit konzipiert, dass sie also einen Massenandrang von Fahrzeugen bewerkstelligen könnten. Ich meine da mal irgendwo was gelesen zu haben, dass die wohl maximal für 40, 50 Fahrzeuge pro Tag ausgelegt sind, die aktuellen Tankstellen, und das war es dann auch schon. Problem ist halt einfach, ja, es muss ja dann im Hintergrund noch wieder Wasserstoff produziert werden, das Ganze muss dann verdichtet werden, damit es halt dann ins Fahrzeug reingeht, und da sind gewisse Prozesse notwendig, die brauchen Energie und die benötigen auch eine Abkühlung und eine Erhitzung und so weiter, und letztendlich müsste man da die Technologie noch weitermachen. Das mag jetzt für die momentane Anzahl von Wasserstofffahrzeugen interessant sein oder okay sein, aber für einen Massenmarkt ist es eigentlich nicht tauglich, das Ganze. Das zweite Argument, was ich dann immer auch bringe, ist natürlich, man braucht zu viel Energie, schlicht und ergreifend. Und das ist einfach das Problem, denn für Wasserstoffherstellung brauche ich einfach nur mal Strom. Und den haben wir im Moment nur im begrenzten Maße Überfluss. Wenn wir mal tatsächlich auf 100% Erneuerbare umgestiegen sind mit allen Kraftwerken, sieht es vielleicht anders aus. Im Moment sind wir bei über 50% so im Jahresmittel. Aber wenn wir mal komplett umgestellt haben auf 100% Erneuerbare, dann könnte natürlich ein weiterer Zubau dazu führen, dass wir irgendwo Puffermöglichkeiten haben müssen. Und dann wäre es vielleicht sinnvoll, das Ganze über Wasserstoff zu machen. Wasserstoff übrigens in ein Erdgasnetz einzuspeisen, halte ich für keine gute Idee, weil dafür ist es nicht ausgelegt. Also das wird den Wasserstoff
der wird zu euch verflüchtigen, der geht durch jede Ritze, also das wird nicht funktionieren. Da müsste man spezielle Wasserstoffpipelines bauen und das ist, glaube ich, will man nicht unbedingt machen. Denn das Problem ist einfach, um einen Kilometer zurückzulegen, braucht man einfach mit einem Fahrzeug Wasserstofftechnologie das Dreifache an Strom, an Energie. Weil wir haben halt das Problem, wir haben zum einen mal die Elektrolyse, also zum Ausspalten des Wasserstoffs, damit daraus Wasserstoff reiner Wasserstoff wird, braucht es schon mal einen gewissen Energieansatz. Und da sind wir also beim Wirkungsgrad von 60%. Das ist nicht viel. Dann das nächste Problem ist, dass wir ja dann noch den Transport haben von dem Wasserstoff, der muss irgendwo hin transportiert werden, da geht auch ein gewisser Prozentsatz weg und dann muss der ja ins Fahrzeug rein und im Fahrzeug muss es ja mit der Brennstoffzelle wieder in elektrische Energie umgewandelt werden und da ist der Wirkungsgrad auch so bei 60%. Ob da jetzt physikalisch es möglich ist, noch höher wie 60% zu gehen, mag sein. Kann ich jetzt nicht beurteilen, habe ich jetzt noch keine Informationen darüber, wie das tatsächlich ausschaut, ob es da Verbesserungen gibt. Ich kann es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, weil das Problem ist, wir haben nämlich eine Energieumwandlung in diesem Fall. Und einen chemischen Prozess, der einfach eine gewisse Verlustenergie hat. Und ja, es sollen es dann vielleicht 70% sein. Und dann auch wieder 70% der Brennstoffzelle. Mag ja vielleicht dann funktionieren. Das Problem ist, es muss dann wieder in die Batterie rein, das Ganze. Und da haben wir auch noch wieder Ladeverluste, weil ein Brennstoffzellenfahrzeug hat weiterhin eine Batterie, eine Pufferbatterie, die muss er haben. Weil die Brennstoffzelle liefert im Prinzip Dauerleistung. Kann also keine Spitzen, also die liefert immer genau das Gleiche und muss ja das in der Batterie reinpuffern und wenn man natürlich im Auto fährt, ja, dann will ich mal schneller fahren, dann will ich mal langsamer fahren, dann will ich immer gleichmäßig fahren und das muss natürlich irgendwo, sage ich jetzt mal, funktionieren und das funktioniert nur, wenn man eine Pufferbatterie hat. Die ist natürlich kleiner wie die normale Batterie, aber auch hier haben wir Verluste, weil es wieder in die Batterie erst rein muss und dann muss es erst wieder rausgeholt werden aus der Batterie. Also da sind viele Faktoren drin, die das Ganze einfach verlustbehaftet machen. Und im Endeffekt ist es dann so, dass man dreimal so viel Strom braucht, wie für ein rein batterieelektrisches Fahrzeug. Und das ist einfach die Krux an der Geschichte. Es wird einfach dreimal so teuer sein. Allein von der Energie zum Herstellen, vom Fahren, als dass ich mit einem batterieelektrischen Fahrzeug das mache. Okay, die Fahrzeuge sind jetzt auch noch dreimal so teuer, also sie sind noch teurer wie die teuren Elektrofahrzeuge. Im Moment gibt es serienmäßig nur ein Fahrzeug zu kaufen, das ist der Toyota Prius, glaube ich. Prius müsste das sein. Und das war es im Moment. Ne? Also, und der kostet so um die 70.000 Euro für so ein Fahrzeug, wo ich für als batterieelektrisch im Prinzip, sage ich jetzt mal, die Hälfte bezahle. Das wird nicht funktionieren. Und wenn die Brennstoffzelle natürlich irgendwann mal in Serie gehen würde, gut, könnte man auch noch Skaleneffekte benutzen, dann würde es auch runtergehen, das ist klar. Aber ich brauche für den Betrieb einfach zu viel Energie und das wird mir zu teuer. Und warum soll ich ein Fahrzeug kaufen, was dreimal so viel kostet, der Betrieb dreimal so viel kostet, als wie mit dem anderen. Also das macht keinen Sinn. Ne? Ja. Man sieht es auch an den Autoherstellern, die, wie soll ich sagen, zögern oder das Ganze hinausschieben. Mercedes hat es wieder abgekündigt, BMW hat es wieder angekündigt, wieder abgekündigt. Es ist so ein wildes Hin und Her. Und ich sage, ja, Leute, stellt euch einfach hin und sagt, Brennstoffzelle in einem PKW macht keinen Sinn, machen wir nicht mehr. Das ist uninteressant. Es ist zu unflexibel, weil wie gesagt, wir brauchen noch das zusätzliche Tankstellennetz, was ja nicht vorhanden ist, was Milliarden kosten würde. Und warum soll ich mir ein aufwendiges Tankstellennetz beschaffen, wenn ich doch an jeder Straßenecke irgendwo einen Stromanschluss habe? Das ist einfach so der Punkt. Strom ist halt überall da, wo Zivilisation ist. Und
wo er nicht da ist, gut, da kann ich auch keine Wasserstofftankstelle bauen, weil die braucht auch Strom. Also, ihr seht, was ich meine, das ist einfach, ja, wie soll man sagen, ne? Betriebswirtschaftlich betrachtet würde wahrscheinlich keiner das Brennstoffzellenfahrzeug, sage ich jetzt mal, weiter verfolgen, wenn er die Option hätte, sozusagen zu sagen, okay, dann mache ich lieber batterieelektrische Fahrzeuge. Da kommt übrigens ein Ioniq, das ist aber ein Hybrid, das sieht man am Frontgrill. Jo, genau. Ja, daher mein Aufruf. Lasst das Brennstoffzellenfahrzeug sterben, Klammer auf, im Pkw-Bereich, Klammer zu, und fokussiert euch bitte aufs batterieelektrische Fahrzeug, verschwendet da keine Energie rein, und an die Leute, vergesst es einfach, außer ihr wollt euch ein großes Schiff kaufen oder ein Flugzeug, dann mag es vielleicht interessant sein, im Pkw-Bereich ist es einfach Käse. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.